Rendezvous in der Sommerfrische. Ich liebe sie. Sie sind mein Leben, mein Glück, alles. Verzeihen Sie mir dieses Geständnis, aber es geht über meine Kraft zu leiden und zu schweigen. Ich bitte Sie nicht, mein Gefühl zu erwidern, sondern ich bitte Sie um Ihr Mitgefühl. Seien Sie heute um 8 Uhr abends in der alten Laube. Ich halte es für überflüssig, mit meinem Namen zu unterschreiben. Aber Sie brauchen keine Angst vor der anonymen Absenderin zu haben. Ich bin jung und sehe gut aus. Was brauchten Sie mehr? Nachdem der Sommerfrischler Pavel Iwanitsch Vychotsev, ein solider Familienvater, diesen Brief gelesen hatte, zuckte er mit den Achseln und kratzte sich verwundert die Stirn. Was ist denn das wieder für eine Teufelei, dachte er. Ich bin ein verheirateter Mann und plötzlich ein so sonderbarer, dummer Brief. Wer mag das nur geschrieben haben? Pavel Iwanitsch drehte den Brief vor seinen Augen hin und her, las ihn noch einmal und spuckte aus. Ich liebe Sie, äffte er nach. Da hat sie den richtigen Burschen erwischt. Ich werde gleich zu dir in die Laube laufen. Diese Romanzen und Liebeleien habe ich mir, meine Verehrteste, schon längst abgewöhnt. Wozu putzt du dich denn so heraus? Fragte ihn seine Frau, als sie bemerkte, dass er ein sauberes Hemd anzog und eine modische Krawatte umband. Nur so, ich will einen Spaziergang machen. Ich habe ein wenig Kopfschmerzen. Pavel Iwanitsch machte sich fein, wartete, bis es auf 8 ging und verließ das Haus. Als vor seinen Augen auf dem hellgrünen, vom Licht der untergehenden Sonne überfluteten Hintergrund die aufgeputzten Gestalten der Sommerfrischler beiderlei Geschlechts leuchteten, klopfte ihm das Herz. Am ganzen Körper zitternd und mit angehaltenem Atem näherte sich Pavel Iwanitsch der Laube, die von Efeu und wildem Wein umrankt war, und schaute hinein. Ein Geruch von Feuchtigkeit und Schimmel schlug ihm entgegen. Scheint niemand da zu sein, dachte er, als er die Laube betrat, aber da erblickte er in der Ecke eine menschliche Silhouette. Die Silhouette war ein Mann. Als er ihn genauer betrachtete, erkannte Pavel Iwanitsch in ihm den Bruder seiner Frau, den Studenten Mitja, der bei ihm im Landhaus wohnte. »Ach, du bist das«, murmelte er mit unzufriedener Stimme, während er den Hut abnahm und sich setzte. »Ja, ich«, antwortete Mitja. Etwa 2 Minuten vergingen im Schweigen. Entschuldigen Sie, Pavel Iwanitsch, begann Mitja, aber ich möchte Sie bitten, mich allein zu lassen. Ich denke über meine Kandidatenarbeit nach und es stört mich, wenn jemand dabei ist. Aber so geh doch du irgendwohin in eine dunkle Armee, bemerkte Pavel Iwanitsch sanft. An der frischen Luft denkt es sich leichter und ich möchte nämlich auf der Bank hier etwas schlafen. Hier ist nicht so heiß. Sie wollen schlafen und ich muss meine Arbeit überdenken. Die Arbeit ist wichtiger. Wieder trat Schweigen ein. Pavel Iwanitsch, der seiner Fantasie schon freien Lauf ließ und immer wieder Schritte hörte, sprang plötzlich auf und sprach mit weinerlicher Stimme. Nun, ich bitte dich, Mitja, du bist jünger als ich und musst auf mich Rücksicht nehmen. Ich bin krank und möchte schlafen. Geh jetzt. Und das ist Egoismus. Warum wollen Sie unbedingt hierbleiben und ich soll gehen? Aus Prinzip gehe ich nicht. Während des Abendessens schauten Pavel Iwanitsch und Mitja auf ihre Teller und schwiegen mürrisch. Beide hassten einander aus tiefstem Herzen. Warum lächelst du? Fuhr Pavel Iwanitsch seine Frau an. Nur Dummköpfe lachen ohne Grund. Die Gattin schaute in das böse Gesicht ihres Mannes und platzte heraus. Was für einen Brief hast du heute früh bekommen? Ich? Gar keinen, antwortete Pavel Iwanitsch verwirrt. Das bildest du dir nur ein. Alles Einbildung. Ja, erzähl nur.
Gib zu, du hast einen bekommen. Diesen Brief habe ich dir doch selbst geschickt. Mein Ehrenwort, ich. Pavel Iwanitsch wurde flammenrot und beugte sich über seinen Teller. Dumme Späße, brummte er. Aber was soll man denn machen? Urteile selbst. Wir mussten heute die Fußböden scheuern. Und wie soll man euch aus dem Haus vertreiben? Nur auf diese Weise kann man euch hinausbekommen. Sei nicht böse, mein Dummer. Damit es dir in der Laube nicht langweilig werden sollte, habe ich doch an Mitya auch so einen Brief geschickt. Mitya, warst du in der Laube? Mitya grinste und hörte auf, seinen Nebenbuhler hasserfüllt anzusehen.